Hallo Freunde, ihr seht mich heute in einer Dusche, weil draußen haben wir richtig mieses Wetter, da kommt richtig kaltes Wasser vom Himmel runter, aber ist ja auch egal. Ich hatte damals gesagt, einmal machst du die Ice Bucket Challenge mit, jetzt stehe ich hier schon wieder ein zweites Mal, weil ich nochmal nominiert worden bin. Und ich habe gesagt, diese Nominierung kann und möchte ich nicht ausschlagen, weil ein ganz, ganz lieber Freund, der vor einiger Zeit von Berlin nach Kitzbühel umgesiedelt ist, um da sein privates und berufliches Glück zu finden, hat mich nominiert. An dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße nach Kitzbühel in die Pension Johanna zu Sebastian Kretz. Sebastian, du hast mich auf vielen, vielen Veranstaltungen immer wieder ganz, ganz lieb und nett anmoderiert. Und genau aus diesem Grunde gebe ich dir heute quasi einen nassen Teddy Berger zurück. Allerdings, bevor wir starten, möchte ich ganz kurz auf ein kleines Projekt hinweisen, was ich ganz gerne jetzt damit verbinden möchte. Und zwar mein lieber Freund Oliver Stein aus Wuppertal hat eine, ja ich sag mal, eine Welle losgetreten und hat einen Titel in 29 Sprachen produziert. Ein Titel, der uns alle angehen sollte. Und ich versuche jetzt einfach mal den Ref hier unter der Dusche, bevor ich den Wasserkübel über die Hose gegossen kriege, einfach mal zu singen. Ihr wisst alle, ich bin ein Rock'n'Roller und kein Schlagersänger, aber ich werde jetzt die Botschaft von Oliver hinaus in die große, weite Welt tragen. Ich fange einfach mal an, achtet nicht auf die Töne, denn wie sagte schon mein Kollege DJ Taxi in einem Video, es kommt vom Herzen. Ja, das ist immer das Wichtigste, ja. Alle Menschen werden Freunde, nur gemeinsam sind wir stark. Teddy sich hier nackig, ja sicher. Nein, Quatsch, nur so ein bisschen. Ich will euch ja nicht schocken. Es wird natürlich die Klickrate in die Höhe treiben, aber das muss reichen. Wassermarsch! Oh, Freunde, das war jetzt zum zweiten Mal. Und auch ich muss nominieren. Normalerweise müsste ich an dieser Stelle nominieren die ganzen Kriegstreiber dieser Welt, Putin, Obama und wie die ganzen Terroristen heißen. Aber ich will ja nicht politisieren, ne? Um Gottes Willen. Ich bin Entertainer und ich nominiere meine Mutter, Hannelore Kretschmann, die schuld ist, dass ich überhaupt da bin. Ja, die ist total geschockt, die wusste davon nämlich gar nichts. Dann nominiere ich einen Sänger aus Essen, der auf meiner letzten Veranstaltung aufgetreten ist, mit seinem Auto in Essen liegen geblieben ist. Wir haben ihn geholt, er ist aufgetreten, Andreas Sommer. Und jetzt noch einen aus meinem Team. Aus meinem engsten Team, mit denen ich viel zu tun habe, wenn ich unterwegs bin. Manni, was du die letzten Wochen mit Manuela abgerissen hast, ja, dafür hast du einen kalten Wasserkübel verdient, ja. Ich habe zwar immer alles schön angeklickt, ja, aber irgendwann kann ich es nicht mehr hören, Schuld war nur der Bossanova. Alles klar, Manni, Manfred Kraft, kippt dir das über die Hirse, ja? Alles klar, ich wünsche euch was, schönes Wochenende und immer schön dran denken, Rock'n'Roll for President, denn nur gemeinsam sind wir stark.